Also, ich habe in letzter Zeit physikalischen Spam bekommen. Und zwar tauchen random Amazon-Pakete bei mir auf, in denen irgendein Crap drin ist, wie irgend so ein Pest-Repellent oder so ein komisches Haltungsding für Kreditkarten. Oder das ist auch hart rassistisch. Sowas. Also, diese Sachen habe ich alle bekommen. Gleich kommen sie alle in echt. Warum passiert sowas? Nee, nee. Das ist eine Sache, die nicht nur mir passiert, sondern ganz vielen Leuten. Irgendwelche chinesischen Händler machen Fake-Accounts auf deinen Namen mit deiner Adresse, schicken dir Stuff. Und können dann, weil sie ja die E-Mail zu diesem Konto haben, verifizierte Kaufbewertungen machen, die dann also dafür sorgen, dass das Ding ultra geil ist. Deswegen kriegst du auch so Sachen wie Handyhüllen zu Handys, die es noch nicht gibt. Weil wenn das Handy dann rauskommt, hat das Ding gleich irgendwie 400 verifizierte Awesome-Bewertungen und ist natürlich ganz oben in der Liste. So, was habe ich alles Schönes bekommen? Genau, wir hatten gerade eben schon Zweierpack Pest Repellent. Weil das aber nicht genug ist, das ist so ein Soundding. Das macht Ultraschall und kann angeblich alles verjagen, was schlecht ist und nichts, was gut ist. Hab noch mehr davon. Die verkaufen sich offensichtlich richtig gut. Das ist eine Handyhülle für ein Handy, das danach erst rauskam. Für einen Huawei P30. Das ist diese Kreditkartenhaltergeschichte. Es gibt gleich ein Spiel. Merken, was so da ist. Das ist die rassistische schwarze Hautcreme. Ja, aber es sieht mega rassistisch auf dem Bild aus. Das hier ist, glaube ich, für einen Reifen so ein Winterumspannungsding. Wenn also jemand ein Einrad. Ja. Und dann haben wir hier auch noch Skin Whitener Cream, weil das andere noch nicht rassistisch genug aussah. So, jetzt kommt das Spiel. Ich habe Amazon. Also, dann sagt man natürlich, das sind ja Fake-Bewertungen, die machen das, um zu verarschen. Und dann sagen andere Leute, das ist eine ziemlich krasse Verschwörungstheorie, ich glaube dir das nicht. Und deswegen geht man mal nach Amazon und guckt sich die Bewertungen an. Und jetzt spielen wir, ich zeige euch eine Bewertung und wir raten, für welches dieser Sachen ist dies die Bewertung? Ich habe diese Taschenlampe zu ständig dabei haben, während der dunklen Jahreszeit bestellt. Dass sich verändern lässt, finde ich gut. Das ist tatsächlich korrekt, dies ist Skin Whitener. Das ist übrigens ein tolles Bild für dich, das ist alles sehr großartig. Das ist diese Skin Whitener Cream, sie ist anscheinend außerdem meine Taschenlampe. Das ist ziemlich cool. Creme. Ja, dein Gesicht wird so hell, dass du. Ja, das. Ja, an und für sich scheint diese Creme einfach der absolute Renner zu sein. Also, ich will jetzt keine Werbung machen, aber von 217 verifizierten Bewertungen, fast nur 5 Sterne, da kann nichts. Das kann nicht fake sein. Das muss stimmen. Und ja, irgendwie hier ist der Link, für, wenn ich das später mal hochlade, kann man prüfen, dass das wirklich eine Bewertung dafür ist. Geht weiter. Dies hier ist das Beste, was man kaufen kann. Ich bin sehr überrascht, dieser Besen ist ein Weltwunder. Und das ist auch ein Experte, weil der war irgendwie 40 Jahre bei der Stadtreinigung in Hamburg. Das heißt, der weiß, wovon er spricht, wenn er eine dieser Sachen für einen Besen hält. Welche dieser Sachen ist wahrscheinlich ein Besen? Wir haben drei Kandidaten. Wollen wir abstimmen? Ich habe mega viel, nee, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Es ist das Zweierpack Pest Repellent ist ein Besen, den ein Mensch mit 40 Jahren Erfahrung für gut bewertet. Auch sonst, ich habe die Bewertung jetzt hier gerade nicht reinkopiert, aber das Zeug muss richtig gut sein. Nahezu 5 Sterne. Genau, auch da wieder der Link. Bei manchen ist es wirklich painfully obvious und ich weiß nicht, wie das passieren kann, außer halt, weil die nicht sich Mühe geben. Hier ist eine Bewertung, ich habe jetzt nicht mehr, doch ich weiß sogar noch, wofür sie ist. Da sind Bilder drin von einem anderen Produkt, das nicht das Produkt ist, zu dem das die Werbung ist. Das Geilste ist, wenn man in dieser Bewertung sich das anguckt, sind da einfach hunderte Bewertungen für dieses Produkt, das nicht das Produkt ist. Aber für diese, das ist anscheinend sehr, sehr gut, weil dafür sind extrem viele Bewertungen. Das ist übrigens die rassistische Creme. Die ist außerdem anscheinend ein sehr guter Pinsel. Ein Pinselset. 10 Pinsel. Sehr gut. Genau. Und genau, das war's auch schon. Und ich habe sogar noch ein paar Sekunden über. War das jetzt alles in einem Paket? Nee, jedes einzeln. Das ist ganz geil, du kriegst halt jeden Tag so SMS, es liegt was für dich in der Packstation. Ich habe überhaupt nichts bestellt.